Ja, vielen Dank für die Einführung. Bernd hat es ja schon erwähnt, also das wollte ich jetzt eigentlich auch gleich erwähnen, der Andreas Karge, der auch hier ist, hat eigentlich den Großteil der Kernentwicklung gemacht. Das muss man auf jeden Fall auch würdigen. Genau, aber jetzt stelle ich einfach mal kurz vor, worum es geht. Und zwar, um das Ganze ein bisschen einzuführen, erzähle ich Sirsch ein bisschen was über Licht und wie ist unsere Farbwahrnehmung, ein bisschen was zu Farbmanagement allgemein und dann eben das Open Film Tools Projekt so in Kürze. Alles ein bisschen mehr so als Overview, um ein bisschen Gedanken anzureden und vielleicht ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil ist hier ja auf, ich sag mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten ausgelegt. Da wollte ich jetzt nicht zu tief in die ganzen Theorien. Deshalb jetzt auch sehr verkürzt eben auch mal die Grundlagen, aber um einfach mal einen Einstieg zu haben. Genau, und hier, also die Frage ist ja erstmal, was ist Farbe beziehungsweise, und Farbe ist im Endeffekt ja einfach nur Licht, das wir wahrnehmen. Und Licht besteht im Endeffekt eben aus elektromagnetischen Wellen mit unterschiedlicher Wellenlänge in den kurzen Wellen. Das ist hier auch in dem Chart schön visualisiert, eben eher die bläulichen Farbtöne bis hin eben zu Rot. Und dann eben, also hier unten wäre dann so der UV-Bereich, den wir nicht mehr visuell wahrnehmen. Das habe ich ja auch schon schwarz dargestellt. Und am anderen Ende dann so über 700 Nanometern Wellenlänge eben Schwarztöne. Was man hier sieht, wäre jetzt einfach das ist, was jetzt eine, das hier sind jetzt, ja doch, das ist sogar ein Halogenlicht, was so ein klassisches Halogenlicht ausstrahlt, ein eher warmes Licht, eben entsprechend viele Rotanteile. Ein klassisches D65 Tageslicht, wie man es als Monitorhintergrundbeleuchtungsstandard hat und sowas, ist dann eher so aufgebaut, insgesamt ein bisschen gleichmäßiger verteilt, eher ein bisschen weniger Rot, sehr viel Blauanteile. Genau, und das ist der eine Part, das Licht. Der andere Part ist, wenn wir jetzt irgendwas haben, das kein Licht von selber ausstrahlt, wie dieser Tisch hier, ist eben Reflektanz. Kennen die meisten ja auch, denke ich mal, deshalb nur ganz kurz hier. Wäre jetzt eben ein gelber Faden, also eine Rolle eines gelben Fadens aus einem Spektralbild. Und das wäre jetzt die Reflektanz und kombiniert mit der menschlichen Farbwahrnehmung, die man hier eben sieht. Das ist jetzt die LMS, Cone Response, wie man im Englischen sagt, also die Empfindlichkeit der Zapfen für lange, mittlere und kurze Wellen, eben rot, grün und blau. Mal ganz kurz dargestellt. Das ist jetzt, möchte ich gleich dazu sagen, weil es vielleicht sonst ein bisschen verwirrt, der Chart. Also es ist hier jetzt auf gleiche Verhältnisse normiert. Das Auge nimmt auch automatisch basierend auf bekannten Szenen eben einen Weißabgleich vor und levelt dann auch immer die Anteile von Rot, Grün und Blau. Deshalb kann man da auch schwierig vorstellen, wie nachher bei einer Kamera, wo man das sieht, wirklich die Anteile, wie das Verhältnis zueinander ist. Das wären jetzt nämlich hier. Das ist schon eine Messung, da greife ich jetzt schon mal kurz vor, einer Canon 5D Mark III, die wir eben mit unseren Tools gemacht haben. Und hier sieht man jetzt eben, die Grünempfindlichkeit ist ein bisschen höher im Vergleich zu Blau und Rot, was auch ein bisschen gewollt ist, weil das menschliche Sehempfinden bekanntermaßen den größten Anteil der Grünwahrnehmung hat und wir auch Helligkeit hauptsächlich über Grün wahrnehmen. Daher ergibt sich das auch. Und hier jetzt im Endeffekt noch mal kurz als Formel zusammengefasst, wie sehen wir oder auch in dem Fall jetzt die Kamera jetzt eben die Farbe. Im Endeffekt ist der Wert eines Rotpixels aus einer Kamera jetzt, ist im Endeffekt einfach die Summe über alle Wellenlängen der Lichtquelle, Phi multipliziert mit Rot, das wäre jetzt die Reflektanz von einem Gegenstand in dieser Wellenlänge und der Empfindlichkeit R für diese Wellenlänge eben. Also im Endeffekt pro Wellenlänge gesampelt einfach, gibt dann eben in dem Fall Rotempfindlichkeit, oder den Rotpixelwert. Und das ist jetzt die Basis, wo wir hinkommen. Beziehungsweise, genau, da habe ich jetzt noch ein kleines Thema Thema, ich habe es schon kurz erwähnt, Weißabgleich. Also es gibt unterschiedliche Lichtfarben und wir adaptieren automatisch darauf. Die Kamera nicht unbedingt und vor allen Dingen können wir das auch zunutze machen, dass eben, auch wenn wir auf Weiß adaptieren, leider sieht man es in dem Display jetzt nicht so schön wahrscheinlich, so wie das schon hier ein bisschen Clipping zeigt. Aber wir können das jetzt nutzen, wenn wir eben etwas unter verschiedenem Licht aufnehmen. Genau. Dann haben wir hier jetzt, das ist das gleiche Bild, wieder dieses Spektralbild, wo ich schon erwähnt habe, da hatte ich ungefähr hier in dem Bereich, hatte ich das Gelb-Sample, das ich beispielhaft dargestellt hatte, gesampelt. Genau, also wenn wir jetzt hier einen Weißabgleich machen, die
Neutralfelder auf dem Color Checker, die sind immer einigermaßen neutral, egal wie wir das Licht, das Bild beleuchten, weil hier ist es einmal beleuchtet mit 2500 Kelvin, D50 Tageslicht und eben D75, also einem sehr kalten Licht und einem sehr warmen Licht mal im Vergleich. Und man sieht dann, während die neutralen Farben hier weiß abgeglichen neutral sind, kann man eben durch die unterschiedliche Beleuchtung eben unterschiedliche Farben in den Rottönen oder anderen Farbtönen, aber man sieht es halt am besten, jetzt glaube ich, auf dem Monitor in dem Setup, auf dem Rot, eben beeinflussen, wie nehmen wir was wahr und damit ein bisschen die Farbwahrnehmung simulieren, die wir auch haben, wenn wir jetzt zum Beispiel Haut unter Halogenlicht nehmen, wir ein bisschen anders wahr wie unter einer sehr kalten Beleuchtung. Das Ganze kann man darüber dann simulieren, wenn man jetzt eben die Farben entsprechend anpasst. Genau, und jetzt komme ich nämlich zum Kern mit dem Farbmanagement. Im Endeffekt, Farbmanagement trifft uns ja überall, sei es jetzt bei Fotos, Videoaufnahmen, Rendering. Und im Endeffekt geht es halt darum, wir wollen meist irgendein Bild, das wir in einem möglichst großen Farbraum aufgenommen oder gerendert haben, zumindest heutzutage, wo Monitore immer mehr können, dann auf den entsprechenden Monitorfarbraum reduzieren oder eben einen Kamerafarbraum in einen allgemeinen Arbeitsfarbraum umwandeln. Und dafür nutzen wir eben Farbmanagement. Die Konvertierung besteht hauptsächlich eigentlich aus einer Matrix, mit der wir die Farbumwandlung machen können. Einfach definieren, wie viel R-, G- und B-Anteile aus dem Quellfarbraum eben in den Zielfarbraum transferieren. Und in der Matrix sieht man ja hier jetzt zum Beispiel einfach die Umwandlung vom klassischen REC 709 Farbraum, der im HDTV verwendet wird, nach REC 2020. Einfach mal als Beispiel. Und im Allgemeinen kann man sagen, solange wir in einer Umgebung mit linearer Verarbeitung in Fließkomma arbeiten und negative Werte nicht geklippt werden, können wir relativ verlustlos zwischen den Farbräumen wandeln, wenn die Mathematik korrekt angewendet wird. Bei Kamerafarbräumen gilt das leider nicht und das ist auch das, wo wir dann eben einsetzen mit dem Open Film Tools, weil eben die Luther-Eaves-Bedingung nicht eingehalten wird. Die Luther-Eaves-Bedingung sagt eben, dass ein Farbraum, der die Bedingung erfüllt, eine Linearkombination aus den L-, M- und S-Empfindlichkeiten ist. Also die ganzen Arbeitsfarbräume, ACES, sRGB für Monitore und Ähnliches, sind eben, erfüllen die Luther-Eaves-Bedingung. Eine Kamera erfüllt es im Allgemeinen nicht, weil die Spektralfilter einfach ein bisschen anders arbeiten, die da für das RGB-Verhalten sorgen. Genau, und daher müssen wir immer ein bisschen Kompromisse eingehen, wenn wir von einem Kamerafarbraum in den Arbeitsfarbraum wollen. Und es gibt keine optimale Umwandlung. Das erwähne ich dann gleich nochmal genauer, wenn wir dann zum Open Film Tools kommen. Und Basis, deshalb führe ich das hier jetzt kurz ein, für das Open Film Tools Projekt wurde eben entschieden, ACES als Basis einzusetzen. ACES ist eben von der Academy of Motion Pictures and Science, die auch die Academy Awards vergibt. Die haben auch einen Forschungsbereich und der hat eben das Academy Color Encoding System als Farbraum veröffentlicht. Und das ist im Endeffekt dafür gedacht, weil früher jedes Posthaus irgendwie seine eigene Color Science entwickelt hat und es dann auch als Alleinstellungsmerkmal genutzt hat, was einerseits für die Posthäuser schön ist, andererseits heutzutage, wo halt an einem Film dann irgendwie zig Posthäuser arbeiten, die müssen ja auch irgendwie standardisiert ihre Daten austauschen können. Deshalb hat die Academy dann eben versucht, das Ganze zu standardisieren. Im Kern eben ACES als linearen Farbraum, der größer ist als also ein theoretischer Farbraum, der eben auch Farben enthält, die wir nicht wahrnehmen können und somit wirklich alle Farben abbilden kann, die sichtbar sind. Also da gehe ich jetzt nicht so arg drauf ein, warum das so ist, aber im Endeffekt brauchen wir eben, wenn wir einen klassischen Farbraum mit drei Primärfarben verwenden, müssen wir die RGB-Farben in einen virtuellen, nicht sichtbaren Bereich legen. Genau, und dann gibt es eben noch ACES CG, das ist fürs Rendering und Compositing hauptsächlich gedacht. Das ist ein möglichst großer Raum, der eben aber keine Farben enthält, die
technisch nicht möglich oder halt eben nicht sichtbar sind, weil das dann wieder mathematische Probleme geben kann, ist auch noch ein bisschen größer als REC 2020 und eben ACES-CC, ACES-CCT, eben ACES Color Grading und das ACES-CCT ist auch für Color Grading gedacht, eben ein bisschen andere Eigenschaften aufgrund von Feedback der Koloristen, ACES-CG eben für CG und der wichtige Part, wo wir eben anknüpfen, die IDT, um eben aus einem Kamerafarbraum in den ACES-Farbraum zu gehen. IDT steht eben für Input Device Transform. Und genau, ganz kurz nur angerissen, auf Ausgabeseite ist eben auch spezifiziert, es gibt immer eine RRT, die eben ein standardisiertes Rendering von dem linearen ACES in einen Zwischenfarbraum ermöglicht, der dann eben wieder für die unterschiedlichen Displays über eine Output Device Transform umgewandelt wird. Die Referenz-Rendering-Transform bereitet eben die Daten vor, um dann eben über eine ODT, eine Output-Device-Transform, eben für das jeweilige Display aufzubereiten. So kann man eben immer standardisiert von ACES nach REC 709 für einen normalen Monitor oder eben aufs Kino gehen und bekommt immer ein ungefähr Ähnliches für den jeweiligen Betrachtungs- also für die Betrachtungsumgebung auch im dunklen Kino etc. ein bisschen angepasstes Rendering, aber das eben standardisiert, dass egal wo ich hingehe, wenn ich die Dateien reinlade, das eben vereinheitlicht ist. Aber wie gesagt, das Wichtige ist die IDT und deshalb dazu noch kurz ein paar Anmerkungen. Eben wie gesagt, es geht vom Kamerafarbraum nach ACES, enthält im Normalfall eben einen Weißabgleich plus Raumkonvertierung relativ einfach, IDTs und das komplette ACES-Framework finden sich eben als OpenColor.io-Konfiguration, also OCIO abgekürzt, für Nuke, Maya etc. zur einfachen Anwendung, ist bei vielen Programmen auch schon als Standardoption mindestens optional auswählbar und bietet dann schon mal eine gute Basis eben über verschiedene Software-Tools und bietet allerdings auch ein paar Probleme, also die IDTs, diese Input-Profile, die ist ja sehr beschränkt, für welche Kameras es welche gibt. Es gibt für die High-End-Kinokameras von Arri, Sony, Red gibt es ein paar, aber ansonsten, wenn man jetzt irgendwelche eigenen Kameras hat und sei es mal nur eine Spiegelreflexkamera, was ja zum Beispiel für Miniatures üblich ist zu verwenden, gibt es schon nichts Offizielles mehr von den Herstellern und man hat auch keine einfache Möglichkeit, wie vorhin schon gezeigt, eben speziell das Beleuchtungsweiß zu simulieren, weil es eigentlich nur so eine einheitliche D50 optimierte Farbraumumwandlung gibt, die im Normalfall gut funktioniert, aber eben man hat da wenig Möglichkeiten, dann individuell einzugreifen. Und genau das bietet dann eben Open Film Tools. Also Open Film Tools besteht mal zentral, ist eben das Vermessen der Kamera und dafür, weil es da bisher nur teure Lösungen gab, hat eben der Andreas einen optischen Vorsatz entwickelt, um die Kamera spektral zu vermessen. Natürlich ist es nicht mit einfach, ich nehme irgendein Bild über einen Vorsatz aufgetan. Es gibt also eine Open-Source-Software, die dann diese Daten auswertet und dann eben das Spektrum daraus rechnet, ist in MATLAB geschrieben, kann runtergeladen werden auf unserer GitHub-Seite, die nachher noch verlinkt ist. Wer kein MATLAB hat, MATLAB ist recht teuer, wer sich mal damit beschäftigt hat in den Lizenzen, der kann aber auch eine Web-Oberfläche, die wir gebaut haben, verwenden, um darüber die Profile generieren zu lassen. Und als in Anführungszeichen Abfallprodukt ist dann eben noch eine Datenbank abgefallen, wo eben verschiedene Filmlichtquellen als Referenzquellen verfügbar sind, um zum Beispiel dann auch diese zu simulieren eben. Und genau, also das wäre jetzt einfach der Vorsatz. Ach genau, zum Open-Source-Thema, auch dieser Vorsatz ist eben möglichst einfach nachbaubar konstruiert, 3D-Druck und der Datensatz steht im Netz zur Verfügung. Das Einzige, was nicht gibt, 3D, oder die zwei Sachen gibt es, die zugekauft werden müssen. Einmal ein Gitter, das dann eben in der richtigen Position das Licht eben aufspaltet in seinen Spektralbereich, um das eben auf dem Sensor abzubilden. Und man braucht noch ein Referenzspektrometer, mit dem zumindest auf jeden Fall einmal, wenn man gute stabile Lichtquellen hat, reicht das sogar, einmal die Lichtquellen zu vermessen, die man zum Messen nachher nutzt, die man dann eben vor dem Vorsatz positioniert. Durch den Vorsatz wird eben
in die Kamera über das Objektiv, das auch noch wie als kleinen Hinweis, also so wird auch immer das Objektiv mitvermessen, eben das Bild abzubilden. Das mit dem Objektiv sage ich auch bewusst dazu. Wir haben in unserem Testprojekt, also in einem kleinen Testset, Aufnahmenset, Bausch- und Lomb-Objektive als Beispiel mitverwendet und kalibriert, und die haben einen extremen rötlichen Stich, und solche Stiche kann man dann darüber einerseits rauskorrigieren, andererseits auch, wenn man dann die Objektive vermessen hat, theoretisch auch wieder auf andere Sachen reinrechnen. Also dabei wird wirklich aber nur die Farbeigenschaften und nicht jetzt allgemein dann Objektiveigenschaftenverzeichnungen oder so natürlich modelliert. Genau, und hier jetzt noch kurz ein Blick auf unsere Web-Oberfläche. Da kann man dann eben so die wichtigen Sachen einstellen, wie eben der Whitepoint, was eben dann wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel unter D65 oder hier in dem Fall, ich habe die Szene beleuchtet mit 3000 Kelvin, Tungsten, also normales Glühlicht, und möchte aber eben die Farbwahrnehmung von einem D50 Standardlicht erreichen, so wie es jetzt aber eine normale Kameraherstellermatrix machen würde. Dann wähle ich einfach Daylight D50 als Weißpunkt und eine Szenenbeleuchtung von 3000 Kelvin, und dann erreiche ich eben diese Emulation. Hier jetzt einfach mal als Beispiel, das ist jetzt ein und dasselbe Bild, aufgenommen mit einer Canon 5DSR, mit einem Baustrahler, beleuchtet, klassisches, relativ gutes Halogenlicht, also ca. 3000 Kelvin, hier jetzt simuliert mit einer Beleuchtung 2900 Kelvin und auf der anderen Seite dann mit D65, also auf den meisten Monitoren am deutlichsten sieht man es dann auf den Rot- und Gelbtönen, also auf den kräftigen Tönen, die Differenzen. Ich hoffe, hier nimmt man es auch ganz gut wahr. Es ist natürlich bei so Projektionen und Vortragsmonitoren auch nicht immer so ideal, aber ich hoffe, man sieht ein bisschen den Effekt. Und damit komme ich jetzt eigentlich schon so weit zum Ende. Also wir haben eben hier in dem Projekt jetzt ein Framework geschaffen zur einfachen Vermessung und Erstellung von Kameraprofilen, und es bietet noch Potenzial, weiterzumachen. Wir sind daran, einen OETF-Checker, also für Kameras, die eben keine linearen Bilder aufzeichnen können, die optoelektronische Transferfunktion, die eben das lineare physikalische Lichtverhalten auf die RGB-Werte mappt, zu rekonstruieren und zu invertieren, was nötig ist, um in linearen Space zu kommen. Dann eben gibt es noch verschiedene Ansätze, eben alternativ zu 3x3 Matrizen über Lookup-Tables oder Ähnliches zu modellieren, um eben genauere Reproduktion zu bekommen. Weil, wie gesagt, durch die schon erwähnte Luther-Bedingung, die Kameras nicht erfüllen, können wir auch keine ideale 3x3 Linearkombination erzeugen, um eben eine Kamera ideal über eine Matrix in den Arbeitsfarbraum zu übertragen. Somit kann man das zum Beispiel mit Lookup-Tables genauer lösen. Und eben, wo wir auch sehr dran sind, ups, da hat er jetzt doch die neue Änderung verschluckt, ja, die Verwendung im Produktiveinsatz, da suchen wir immer noch Leute, also wir nutzen das schon einiges, ich nutze es zum Beispiel für meine eigenen Timelapse-Aufnahmen schon, um die Farben zu kalibrieren. Wir suchen immer Leute, die Lust haben, das Projekt mal einzusetzen oder zu unterstützen, Sponsoring. Also derzeit sind wir beide eigentlich hauptsächlich in anderen Projekten involviert. Die Förderung über die MFG, die auch viele Teile erreicht hat, ist ausgelaufen. Und um da wirklich weiterzumachen, bräuchten wir natürlich ein bisschen entsprechendes Zeit- und Finanzbudget, um uns darauf konzentrieren zu können. Ja, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und also hier jetzt nochmal die Website vom Projekt und den Profilierungsserver des GitHub ist auf der Projektwebsite mit verlinkt. Ja.